Wir befinden uns irgendwo in Deutschland bei irgendeiner Familie. Es ist Abendbrotzeit. Darf ich mir noch ein paar Pokémon-Karten von meinem Taschengeld kaufen? Nein, du hast schon 5. Und keine Diskussion! Morgen gehen wir mit der Klasse in den Kletterwald. Darf ich schon jetzt schwierige Route klettern? Nein, das ist viel zu gefährlich. Dafür bist du noch zu jung. Da brauchst du auch gar nicht mit mir zu diskutieren. Dürfen wir noch Nachtisch? Nein, lass mal. Das ist nicht gesund. Punkt, aus, Ende. Och Mann, immer entscheidet ihr. Nie dürfen wir mitbestimmen. Na dann, gute Nacht. Ach Mann, ich verstehe das einfach nicht. Gute Nacht. Gute Nacht. Müde vom langen Tag und gesättigt vom Abendessen legen sich die Kinder schlafen und fangen an zu träumen. Von ihrem Vater, der in den Jupiter Elektromarkt geht und ganz ungewohnten Verkäufern begegnet. Seht selbst. Was kann ich für Sie tun? Würdest du mir bitte den neuesten Laptop zeigen? Er will einen neuen Laptop. Den kenne ich doch. Vor einem halben Jahr hat er mir schon mal einen Laptop gekauft. Wusste ich's doch. Denn vor einem Jahr hat er einen bei mir gekauft. Nö, 2 reichen nun wirklich. Schon wechselt der Traum in einen Park. Da sitzen die Eltern, schauen Kindern zu und haben plötzlich einen ganz besonderen Wunsch. Bar erfüllt wird. Am Ende des Traums sitzt die Mutter in einem Restaurant. Was sie wohl erlebt? Entschuldigung, Rauchen ist hier verboten. Was darf ich Ihnen bringen? Bring mir bitte ein XXL-Steak mit Pommes und einem Glas Rotwein. Das geht nicht. Wir haben unsere gesunde und fleischfreie Woche. Ich bringe Ihnen lieber einen frisch gepressten O-Saft und einen Salat. Papa, wir müssen mit euch reden. Wir finden, dass wir das Recht haben, bei den Dingen, die uns betreffen, mitzuentscheiden. Und wir haben gute Gründe gefunden, die euch überzeugen werden. Denn wir haben heute Nacht etwas geträumt. Dann wollt ihr als Erwachsene ganz sicher nicht, dass dieser Traum in Wirklichkeit wird. Und so erzählten die Kinder von ihren Träumen. Und die Eltern hörten aufmerksam zu. Ob sie beim nächsten Mal ihre Kinder mitentscheiden lassen?